So, dann gehen wir mal auf die schnellste Runde. 10 Kilogramm Sprit und der Topspeed-Modus. Also, here we go. Oh Gott. Langes Rausbeschleunigen. Endlos lange gerade. Siebter Gang. DRS offen. 300. 311 km/h. So, Apex treffen. Jawohl. Hier bremsen. Zwei Gänge runter. Noch ein Gang runter, Körper wischen, hier auch. Noch ein Körper wischen, noch ein Körper wischen. Vorsichtig beim Ausgang, man dreht sich keine weg. Reifenspuren haben es bewiesen. Ein Gang runter, nach außen tragen lassen, der schwarzen Linie folgen, nach innen ziehen. Ein Gang runter, Vorsicht vor dem Curb, ansonsten Spinny. Spätestens beim 50 Meter Schild bremsen. Oh, beim 100 Meter Schild bremsen. Drei Gänge runter. Langsam raus beschleunigen. DRS flach stellen. Und am Ende steht da eine 33,1. So, dann machen wir mal 5 Kilogramm Sprit rein und lassen den Top Speed Modus rein. Und dann gucken wir mal, was das für eine Rundenzeit wird. Ne? Dann gehen wir mal auf die schnellste Runde. 5 Kilogramm Sprit, Top Speed Modus. Here we go. Hier bremsen. Flügel flach. Da habe ich eben immer Glück gehabt. Ich dachte erst, ich drehe mich weg. So. Oh. Den Apex habe ich mal gut erwischt. So. Zwei Gänge runter. Oh, das war Glück. Zählt noch. Einen runter. Nach außen tragen lassen. Vorsichtig beim Ausgang. Körb mitnehmen. Eingang runter. Körb mitnehmen. Nicht den Körb mitnehmen. Beim 100 Meter Schild bremsen. Das ist eine 31,3. Jawohl, nochmal ordentlich nach unten gedrückt. Aber jetzt probieren wir das Ganze mal mit 2 Kilogramm Sprit, dem Hotlap-Modus und die MGOK Recovery auf Maximum. Also, gucken wir mal. So, dann wollen wir mal auf unsere Hotlap gehen. Attacke, DRS flach und die Zeit gilt. Jawohl, 299 km/h auf der Startzielgeraden. Alles klar. 100 km/h Schild bremsen. Jawohl, ja, das kann man ein bisschen besser machen. Und raus beschleunigen. 200. 250. Der ist flach. 300. 313 km/h. Apex gut getroffen. Ausbeschleunigen, minimaler Quersteher. Der Gang. Zwei Gänge runterschalten. Noch einen Gang runterschalten. Leichtes Querstehen. So.
Hier den Apex treffen, da den Apex treffen. Raus beschleunigen, Vorsicht! Eingang runterschalten, nach außen tragen lassen. Oh, das war Glück! Runterschalten. Ja, das geht noch klar. Drei Gänge runter. Ausbeschleunigen. 100 Meter Schild bremsen. Lockup vermeiden. Ach, verdammt. Ja, das. Und am Ende ist es eine 1:31.2. Also, ich würde sagen, die Zeit ist in Ordnung, aber wenn andere hier am Werk wären, würde ich sagen, eine 30er-Zeit ist auf jeden Fall machbar.